Hallihallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Band. Ja, wir sind stehen geblieben auf der September-Liste von diesem Jahr. In der November-Liste gab es ja nur Limitierungen, da gibt es nichts wirklich Neues zu berichten. Wir machen also weiter auf der Liste, mit der wir angefangen haben. Schauen, dass wir die durchbekommen, bis an die nächste kommt, damit wir uns den Karten dann wieder widmen können. Heute mit den Long, der erste der Young Sing. Ja, für die, die ihn nicht kennen, wie immer gibt's für euch zuerst die ganzen Infos zur Karte. So sieht das gute Ding aus. Ja, 0 Angriffspunkte, 2800 Verteidigungspunkte, ein Stufe 5 Synchromonster. 0 Angriffspunkte, wie gesagt, keine wirkliche Angriffspower da vorhanden. Und ja, vom Effekt her, falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst dann halt eine Young Sing-Karte von deinem Deck hinzufügen. Meistens hat man sich da dann die Konterfalle rausgesucht, mit der man halt dann, wenn denn Long auf dem Spielfeld blieb, noch Sachen negieren konnte. Dann geht's weiter mit einmal pro Spielzug. Du kannst ein Monster vom Typ Wurm von deinem Deck auf den Friedhof legen. Die Stufe dieser Karte wird dieselbe wie die Stufe des auf den Friedhof gelegten Monsters. Falls du diese offene Karte das Spielfeld verlässt, du kannst dann ein Sing-Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Du kannst nur einmal pro Spielzug einen oder mehr Denglong erster Young Sing als Spezialbeschwörung beschwören. Ja, also ihr seid da ein kleines bisschen eingeschränkt, wenn es darum geht, seinen Effekt mehrfach zu benutzen. Das geht leider nicht. Ihr könnt aber mit dem Effekt recht viel Unfug anstellen. Dazu gleich mehr. Zuerst ein paar Hintergrundinfos zur Karte. Wann wurde die Karte denn eigentlich veröffentlicht und wann wurde sie verboten? Der Release von Den Long, der war am 3. November 2016. Verboten wurde dann, ja, knapp ein Jahr später, September 2017, also eigentlich gerade erst. Schauen wir uns das mal auf den Zeitstrahl nochmal an. Ging da ziemlich schnell und rasant von 3 auf 0 runter für den guten Den Long. Was will man da machen? Kannst du nicht viel tun, wenn du da gecuttet wirst von Konami. Naja. Bleibt uns noch kurz zu schauen, in welchem Set gibt es denn die Karte eigentlich. Ich war ein bisschen überrascht, ich hätte schwören können, dass die Karte einen Reprint hat. Hat sie nicht. Es gibt sie wirklich nur in Invasion Vengeance. Wie gesagt, erschienen am 3. November 2016. Jetzt stellt sich natürlich wie immer die Frage, ja, warum ist der denn jetzt verboten? Warum ist der auf dieser Liste? Was hat Konami da wieder geraucht? Ja, dieses Mal gar nicht mal so viel. Der Grund, warum er auf der Liste steht, sind im Prinzip die sehr, sehr stark gewordenen Dinos kombiniert mit Young Sing. Young Sings, kennt ihr, die basieren im Prinzip darauf, dass sie neue Karten specialen oder andere Effekte aktivieren, wenn sie selber zerstört werden. Denen fehlte wirklich sehr, sehr lange so ein bisschen der Gegenpart, der halt, ja, einen Vorteil daraus zieht, sie zu zerstören und das auch zuverlässig macht. Da kamen dann irgendwann die Dinos dazu und auch das Dragonic Diagram, was eine sehr, sehr starke Spielfeldkarte ist für dieses Thema. Ihr könnt damit dann nicht nur das Wurm-Monster suchen, das ihr für den Effekt auf den Friedhof schmeißen würdet, nämlich die True Kings. Ihr könnt damit auch die Young Sings zerstören. Also ihr habt im Prinzip beides. Ihr könnt die True Kings, die ihr spielen müsst, für den Wurm-Abwurf hier quasi von den Long auch auf die Hand suchen und so ihre Effekte aus der Hand aktivieren. Ihr habt ein Thema, was selbst ein bisschen auf Zerstörung aus ist. Also auch die Dinos haben zwei Karten, den Baby-Ceranosaurier und den Baby-Pteranodon. Petit-Ceranodon, Entschuldigung. Die ebenfalls selber zerstört werden müssen, um ihre Effekte zu aktivieren und Karten zu specialen. Ihr seht also schon, dass das Ganze relativ gut zusammenpasst. Dann gab es bei den Dinos halt noch die Variante, dass ihr den True King of All Calamities specialen könnt. Das ist ein Xyz-Monster, Stufe 9, indem ihr einfach nur den Long hinstellt und den Long halt dann seinen Effekt nutzt, um einen Lythogasym auf den Friedhof zu schicken. Er wird dann zu Stufe 9. Jetzt müsst ihr nur noch ein zweites Stufe 9 Monster hinstellen, was nicht so schwierig ist. Und schon habt ihr den Calamity auf dem Spielfeld. Meistens dann noch kombiniert mit einem Lagia oder Rolka. Also
ihr könnt damit halt einfach sehr, sehr starke First-Turn-Plays hinknallen. Ich denke, Dane Long wäre an sich nicht ganz so schlimm, wenn denn eben dieses Dino-Thema nicht wäre. Die Dinos sind an sich halt sehr stark schon und Dane Long, ja, pusht das Ganze halt noch so ein bisschen over the edge. Also es ist halt einfach ein bisschen zu viel dann. Ich denke auch, dass die Yangtzings als solches ohne die Dinos nicht so stark wären, dass man die Karte hätte verbieten müssen. Die Dinos alleine mit den Long, kann man sich drüber streiten. Dinos plus Yangtzing plus True King, das ist dann aber halt einfach zu viel. Und Konami sah das genauso, hat das dann verboten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, war das denn gerechtfertigt? Hätte das wirklich sein müssen? Jein. Zum einen, natürlich musste man gegen die Dinos was machen. Das ist ganz klar. Viel zu stark, viel zu mächtig, viel zu oft gespielt. Hätte man was anderes machen können als den Long? Ja, durchaus. Man hätte zum Beispiel auf die Spielfeldkarte losgehen können. Sagen können, hey, Dragonic Diagram, einfach viel zu gut. Verbieten wir. Das, was das OCG gemacht hat. Man hätte sagen können, ja gut, wenn da keine Worm-Monster sind, die Dane Long auf den Friedhof schicken kann, um seinen Effekt zu aktivieren, dann nützt er auch nicht viel. Gehen wir also auf die True Kings los. Hat man auch nicht wirklich gemacht. Also es hätte schon Alternativen gegeben. Man hätte auch einfach die komplette Dino-Engine töten können oder Calamity nochmal runterschrauben oder ganz verbieten. Auch das wäre vielleicht eine Option gewesen. Ich bin der Meinung, es ist eigentlich eine ganz gute Variante gewesen, Dane Long zu verbieten und die ganzen anderen Karten offen zu lassen, denn das Diagramm kann halt auch für andere Decks ganz interessant sein. Die Graulien können sie zum Beispiel spielen mit dem kleinen Alligator. Ihr könnt sie spielen mit Yangtzings nach wie vor, absolut. Also es ermöglicht dann einfach die Spielfeldkarte auch für kleinere Decks noch einzusetzen. Auf der anderen Seite macht man damit halt dann auch die True Dracos nicht ganz so schnell tot. Die kann man dann ein bisschen kreativer beschneiden, dazu kommen wir dann ein anderes Mal. Also es ist eine gute Variante, es ist nicht schlecht gemacht, absolut. Frage jetzt halt, kommt die Karte zurück? Ja, das ist immer die schwierigste Frage von diesen Videos. Das Problem bei Dane Long ist halt, er ist gut und es gibt eigentlich auch keinen Grund, wieso er schlechter werden sollte. Klar, wir haben jetzt Link-Monster, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, was wir mit unserem Extra-Deck machen. Da ihr aber eigentlich nur den Long braucht und ein weiteres Stufe 9 Monster, was nicht aus dem Extra-Deck kommen muss, spielt das nicht mal so eine große Rolle. Also das könnt ihr problemlos auch so noch hinklatschen. Das ist also sicherlich nicht ein Grund dafür, dass man sie zurückbringen könnte. Dann gibt es noch den All-Time-Favorite, Power Creep. Also Decks, die werden dann halt wieder stärker, stärker, stärker. Und irgendwann sind dann die besten Decks von früher einfach nur noch, ja, zweitrangig im Vergleich dazu. Könnte das passieren? Ja, durchaus. Würde ich aber nicht sagen, dass das in den nächsten ein, zwei Jahren passieren wird. Es braucht meistens ein bisschen mehr Zeit. Also ich denke, wenn man jetzt hingeht und wirklich das Diagramm cuttet, wenn man vielleicht sogar noch an den True Kings was bastelt, die halt im Moment eben nicht mehr gespielt werden, was also unwahrscheinlich ist, da nochmal ein paar Limitierungen setzt, vielleicht sogar hingeht und die Dinos noch ein bisschen beschneidet, was auch im Moment nicht notwendig ist, denn sie werden im Moment sehr, sehr selten gespielt. Also ich denke, wir sind eigentlich schon dahin, wo man hin wollte. Man wollte die Dinos weghaben, das ist geglückt. Von daher, solange die Dinos in der Form, wie sie es ja vor der Septemberliste getan haben, ins Spiel eingreifen könnten, wenn man ihnen wieder erlaubt, denke ich nicht, dass er zurückkommt. Wenn man dann aber sagt, ja, jetzt haben wir ein Deck, das die Dinos komplett auseinandernimmt und es ist eigentlich irrelevant, dann kann man vielleicht mal so testhalber sagen, ja, kommt den Long mal wieder auf 1, jetzt schauen wir mal, ob der wirklich noch auf die Liste gehört, könnte man machen. Also ich würde sagen, die Chancen, dass sie zurückkommt, sind irgendwo so bei, ja, sagen wir 30 zu 70, ich denke, zu 70% wird sie wahrscheinlich auf der Liste bleiben für relativ lange. Aber die Chance, dass sie da doch runterkommt, besteht natürlich immer. Konami ist manchmal ein bisschen schwer vorherzusagen. Das war es eigentlich schon von dieser Episode von Band.
Was jetzt natürlich noch bleibt, denn ihr habt jetzt meine Meinung gehört, ich würde gerne noch eure Meinung hören. Schreibt mir eure Meinung zu den Long und zur Platzierung auf der Liste in die, Videobeschreibung. Das wäre schön. Nee, natürlich in die Kommentare. Und ja, freue mich drauf zu hören, wie ihr das Ganze seht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Lasst auch ein Abo da, dann verpasst ihr nicht die nächsten Folgen von Band, die es dann wahrscheinlich nächste Woche wieder geben wird. Und ja, mir bleibt dann nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge betrachten wir dann den Dynamite-Kämpfer, der wahre Drachokrieger. Eine weitere Karte, die Konami, ja, klein gemacht hat. Warum, weshalb, wieso? Das erfahren wir dann in der nächsten Folge von Band. Danke nochmal fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao, Leute.